Hallo Mopa-Freunde, in diesem Teil zeige ich euch, wie ich aus das sowas mache. Wie genau, zeige ich euch sofort nach dem Intro. So, liebe Mopa-Freunde, wie schon anfangs erwähnt, bauen wir heute die grünen BP-Wägen um zu den grauen, neueren, aktuelleren Tankwagen mit dann den GATX-Aufzug, Aufdruck, so heißt es. Die habe ich jetzt ja gemalt, habe die schon länger, die erste Lok. Aber da hat mir der Aufdruck, der erste Lieferant, oder halt, das war ein Privatanbieter, der hat mir ja eingeschickt, ein Set zum Machen, aber das ist misslungen, sage ich mal. Jetzt habe ich einen neuen gefunden, der wo das auch macht oder halt anbietet, natürlich gegen Entgelt in dem Fall. Aber, und die habe ich jetzt auch bekommen, hat ein bisschen, was dauert, hat es gar nicht, es ging eigentlich relativ schnell, das ist halt ein Ein-Mann-Betrieb und es geht eigentlich schon relativ flott. Und die Bögen schauen, Moment, auf jeden Fall besser aus. Von wem wir sind, das darf ich euch auch zeigen. Wartet. Ja, so kann man es lesen, genau. Und ich werde auf jeden Fall unten das noch verlinken von euch oder halt von demjenigen, wo die herstellt. Er hat zwar auch keine Z im Angebot, aber anschreiben und sagen, was du willst und wie das willst und dann wird es auch gemacht. Wenn man das da dann auspackt, dann ist dann quasi auch eine Anleitung dabei, wie das dann funktioniert, das ganze Gedöns. Und so ein Papiertütchen, wo dann unsere GATX Transferaufkleber, das sieht man halt überhaupt, gell, aber ist auch egal. Ja, ein bisschen was sieht man. Wo dann die drauf sind. Sind gar nicht so teuer. Also ich habe mir die jetzt eigentlich sehr, sehr teuer vorgestellt. Wirklich. Und da kostet jetzt, glaube einer, ich weiß das nicht mal, einfach anschreiben. Vielleicht verlinke ich es unten noch, die Spurzett-Größe war, was es mir gekostet hat. Und dürft ihr noch gerne, das ist halt, wie gesagt, ein Ein-Mann-Betrieb, auch anschreiben, aber das dauert bis er sich regt und antwortet. Aber das spielt ja keine Rolle, weil wir Modellbahner haben ja doch Zeit. Während der Zeit. Ja, das ist der Hanna, das probieren wir jetzt zusammen einzubauen. Moment, muss ich was den Ordner öffnen, dass ich jetzt auch quasi dann die Bilder einfüge. In dem irgendwo linke ich das Bild ein und ich schwätze halt weiter. Da habe ich jetzt überall den ersten Waggon, das war der da, auseinandergebaut in alle Einzelteile und dann sieht man auch die Farben. Da habe ich erst die Revell schwarz gehabt, aber die ist mir zu dunkel gewesen. Dann habe ich die auf Revell grau, dann wie umgequetscht, das ist dann doch ein bisschen genauer, sage ich mal. In dem Bild habe ich jetzt die erste schon drauf, also der erste Anstrich drauf und habe es dann noch leicht angeschliffen, nochmal angeschliffen. Ich habe es ja vorher angeschliffen, jetzt nochmal, weil die Farbe, die ist, ich weiß nicht, die ist zu dick, sei mal, oder zu dick flüssig, die verlauft jetzt richtig schön. Gibt halt doch immer ein bisschen Schlieren oder halt so Vertiefungen und die habe ich halt versucht, das durch mehrere Schichten rauszubringen. Da haben wir nochmal ein Bild, genau, das ist frisch nach dem ersten Pinselgang. Ganz gut war er eigentlich, noch zu glänzig, aber es wird dann matt. Dann haben wir hier nochmal, da ist quasi die Lok zusammengebaut schon. Also sprich auch auf dreimal habe ich sie jetzt Lack, also halt gepinselt und nochmal angeschliffen mit dem 4000er oder 2000er, irgendwas ganz Feines, was ich gefunden habe. Und somit ist dann das jetzt quasi, ja, da ist jetzt der bei den anderen drei eingebunden, die wo jetzt auch noch dran sind zum Bepinseln. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Bild von denen ich aufklebe, da sieht man es jetzt besser, das sind so Wassertransfer. Und die bauen wir jetzt quasi als bauen, sage ich schon mal. Gell? Und die Aufkleber, die bringen wir jetzt im Video zusammen. Ich habe es noch nie gemacht mit denen. Ich hoffe, das klappt, wenn wir sehen. Also, dann gehen wir zum Schreibtisch rüber. So, was brauchen wir?
natürlich den Wagen dazu, ein scharfes Skalpell, eine Pinzette und eine Schere. So, jetzt habe ich mir entschlossen, wie mache ich jetzt die Aufkleber drauf. Normalerweise sind sie ja GA und daneben das und dann hier das TX. Das funktioniert bei denen nicht, weil ich hätte es bei der Bestellung sagen müssen, dass ich die Aufkleber oder die Decals oder wie das heißt, bei dem GA einen größeren Abstand habe, dass ich das quasi besser trennen kann, dass ich das auch wirklich so hätte machen können. Das funktioniert jetzt natürlich nicht, aber ist halt so, ist halt Pech gehabt. Die baue ich jetzt ein, klebe ich jetzt hier an und der andere dann in dem Fall da drüben. Das passt auch, das schaut auch ganz gut aus. Ja, das schaut gut aus dann. Also, laut Anleitung, das Teil, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das mit der Folie oder ohne der Folie oder ob das nur die Folie ist. 10 Sekunden ins kalte Wasser. Das machen wir jetzt einfach mal. Und 2. So, sind schon 10. Gibt man noch ein paar drauf. Noch 3. 4, 5, 6, 7. So. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie es weitergeht, gell? Boah, Alter. Okay. Man kann es noch ein bisschen verschieben. So, wunderbar. Gefällt mir sogar. Schaut gar nicht schlecht aus. Okay, das war der erste Streich. Das geht ja recht gut sogar. Dann machen wir jetzt die andere Seite noch. Das wäre dann die da. Gucken wir rum. So rum. Also nochmal. 1, 2, 5, 7, 8, 6 vergessen. 50 schon, guck an. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mache das schon ein bisschen falsch. Boah, das ist was für mich. So Arbeit, das ist ja wunderbar. Probieren wir mal die Träger. Ah, ja, so geht's auch. Jetzt habe ich es verkehrt rum, gell? Kürze hin. Oh, der ist jetzt weniger schön geworden. Was drückt man das jetzt? Na, das passt schon. Ein bisschen stramm ziehen, nach oben. So, jetzt. Ich würde sagen, das passt. So, Mobile-Freunde, und ich würde sagen, das war's. Einmal hier das GATX drauf und dann auf der anderen Seite. Wie gesagt, eigentlich wollte ich, dass das GA auf der Seite steht und das TX auf der anderen und hier ein weißer Balken runterkommt. Den hätte ich dann mit der Schablone selber hingepinselt, aber mir ist das nicht möglich gewesen, hier zum Schneiden zwischen den GA und den TX. Hätte ich bei der Bestellung sagen sollen, dass ich hier ein bisschen einen größeren Abstand brauche.
dass ich das quasi ja dann besser schneiden kann. Aber ich würde sagen, das schaut geil schlecht aus. Ja, das mache ich dann auf jeden Fall noch ein paar Bilder schnell. So, liebe Mova-Freunde, ich hoffe, euch hat mein kleines Umbauvideo gefallen. Hopp, Kamera, jetzt. Von haarständig gesehen auf GATX, warum mache ich das? Ganz auf einfacher Grund, mir gefallen die bunten Züge nicht. Also sprich grün, gelb, blau und ich will keinen Mixzug. Und da ja ich mich entschlossen habe, dass ich mein Tanklager auf BP machen werde, kommt es halt in dem Fall gut, wenn halt ich jetzt die anderfarbigen Anhänger, Waggons auf GATX mach. GATX ist ja, glaube ich, der, wie heißt man es denn, der Waggonvermieter, oder ist einer, glaube ich, von DHL oder mit DHL, das weiß ich gar nicht so genau, schreibt es unten rein, falls ich falsch bin. Auf jeden Fall ist das ein Miettrailer, wo man mieten kann, und ich sag mal, das schaut besser aus, so als ein bunter Zug. Ja, und das ist der eigentliche Grund, warum ich das so mache. Aus einem anderen Grund, einzelne Wägen gibt es ab und zu billig zum Kaufen, aber das sind dann in einer anderen Farbe und nicht BP. Und darum würde ich dann alle, wo jetzt andere Farbe haben oder nicht zu meinem Farbkonzept dazu passen, würde ich dann auf GATX, also sprich auf die Mietrailer, umlackieren. Nächstes Mal werde ich probieren, vielleicht mit einer kleinen Airbrush-Pistole, das zum Bebraschen, das geht vielleicht fast noch ein bisschen feiner wie mit dem Pinsel. Aber das ist der nächste. Das ist jetzt, wird auch kein Film mehr. Ich zeige halt dann halt bloß zwischendurch mal das fertige Endresultat von den Dingen. Und was ich noch machen werde, ist bei der nächsten Sticker-Bestellung, da möchte ich das GA getrennt. Das möchte ich auf jeden Fall haben, weil das ist dann perfekt. Ja, altern muss ich es noch ein bisschen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das alter. Mit Schwarz leicht, Pastellfarben, Acrylfarbe vielleicht. Aber da muss ich mir erstmal ein bisschen schlau machen, wie andere das machen, weil an der Brücke habe ich das ja schon mal gemacht. Da kann ich auch mal irgendwo einen Link einfügen auf meiner ersten Brücke von meiner Modulanlage. Da ist das relativ gut geworden. Aber das ist keine Brücke, das soll ein bisschen anders war, vor allem schöner. Ob sich die Falten an dem Aufkleber noch legen? Ich denke ja, das wird immer besser von Minute zu Minute. Und vielleicht denkst du mal mit dem Pinsel ein bisschen glatt ziehen oder halt vertupfen, aber es wird allgemein wird's besser. Also, es wird nicht scharf, gell? Mal alles richtig. Aber es wird immer besser. Die Logos. Oder anfangs waren sie ja richtig verfaltet, aber die legen sich relativ gut. Also, wenn es ich kann, kann es jeder. Und mit meinen Fingern, mit meinen Maurerhänden, dann kann das ja auch jeder. Ja, ich hoffe, euch hat das Video irgendwie gefallen. Wenn du jetzt neu im Kanal bist, darfst du mir gerne ein Abo lassen. Und wenn es dir auch gefallen hat, natürlich auch einen Daumen nach oben. Und Fragen, Anregungen, Bemerkungen, Kommentare, Kritik, alles bitte unten rein. Das können wir dann zusammen abarbeiten. Und auch Fehler, wenn ihr jetzt einen Fehler entdeckt habt, auch unten rein, dann wird es beim nächsten Mal definitiv besser, weil aus Fehlern lernt man, weiß ja jeder. Ja, und da würde ich jetzt sagen, das soll es auch gewesen sein für heute. Wenn es dann zum nächsten Mal, wieder heißt, Chef von der Modellbahn oder so, würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also, ciao.